Welche gucke ich? Die Aufnahme ist ja schon gestartet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung bei Deep Chess Media nach längerer Pause aufgrund von privaten und beruflichen Terminen. An meiner Seite, ihr werdet ihn natürlich kennen, den Essener Großmeister Sebastian Siebrecht. Hallo. Ja, schönen Dank für die Einladung. Sebastian, immer wenn etwas Spannendes, Aufregendes im deutschen Schach passiert, dann bist du dabei, dann sind wir natürlich auch dabei. Kurze Rückblende, Deutsche Meisterschaft, Einzelmeisterschaft 2011 in Bonn, im Mai war es, und deine Partie in der letzten Runde gegen Christoph Natsidis. Viele werden es bei uns oder in diversen Schachpublikationen gesehen haben und gelesen haben. Ein Betrugsfall im Schach, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz den Fall aufrollen. Ja, leider, das war das erste Mal in der Geschichte des deutschen Schachs, dass dort ein Computer oder ein Handy vielmehr eigentlich eingesetzt wurde. Genau, Computer wurde vorher schon eingesetzt bei Albermann, das war 98, glaube ich, in Böbling damals beim Open. Aber damals war es bei der Deutschen Meisterschaft halt so, dass mein Gegner natürlich auffällig wurde, dass er halt länger nicht am Brett gesehen wurde, obwohl er am Zuge war. Das ist auch wirklich nur aufgefallen in meiner Partie, weil ich sehr, sehr schnell spiele und dadurch anscheinend auch die Gegner mehr unter Druck setze. Und da war es dann wieder so, dass der Gegner halt 8 Minuten länger nicht am Zug war. Und dann haben wir da mal ein bisschen nachgeforscht und da wurde dann halt nachher zuteil, dass der Gegner wohl mit dem Handy leider die Partie auf seinem Smartphone mit Computerunterstützung halt assistiert hat, versucht hat zu spielen. Er hat es ja auch direkt gestanden, der Christoph Natsidis. Wir waren damals live dabei bei diesem, ja, leider Betrugsfall. Bei der Deutschen Meisterschaft jetzt vor ein paar Wochen in der Schachbundesliga, zweite Runde im Kampf Eppingen gegen deinen Verein, die Sportfreunde Katernberg. Einem Sonntag eine Partie, die nur 10 Züge gedauert hat, gegen den deutschen Großmeister Falko Bindrich. Auch da stand am Ende ein Betrugsfall, ein Streitfall Bundesliga, ein E-Doping, man mag es nennen, wie man will, über der ganzen Geschichte. Die Partie wurde zu deinen Gunsten gewertet mit 1-0. Wie gesagt, nur 10 Züge, sie wurde nicht schachlich entschieden, sondern auch aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung. Ja, es gibt einen neuen Passus in der Turnierordnung der ersten Schachbundesliga, die hat besagt, dass der Schiedsrichter im Verdachtsfalle halt den Spieler auffordern kann halt zu einer Taschenkontrolle, und die wurde halt verweigert dort vom Falko Bindrich. Und wir haben eigentlich mit allen, auch der Mannschaftsführer von Epping hat eigentlich mit Engelzungen auf ihn eingeredet, dass er halt einfach sein Handy mal kurz zeigen möge. Und ich habe ihm sogar angeboten, dass er einfach nur sein Handy zeigen solle, wenn da nicht gerade unsere Partie drauf laufen sollte, mit Handy-Unterstützung, also oder mit Computerunterstützung, dann könne er die Partie einfach weiterspielen. Mhm. Aber selbst das hat er abgelehnt und verweigert. Also es ging gar nicht darum, ob es dann, was da jetzt alles drauf war, sondern keiner wollte wissen, was da wirklich drauf ist, aber er sollte wirklich nur einmal sein Handy zeigen und dann hätte er weiterspielen können. Also das war die goldene Brücke. Der Schiedsrichter hat sich, glaube ich, auch sehr, sehr korrekt verhalten in dem Fall. Und auch der Mannschaftsführer von Epping hat eigentlich dem Falko gesagt, er möge das bitte zeigen, aber das hat er einfach aus seinen Gründen halt dort nicht offenbart. Auch da war natürlich der Hintergrund oder der Verdachtsmoment, dass er mehrfach, wie oft, wie lange auch immer auf der Toilette war. Das ist natürlich jedem Spieler gestattet. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Er hat das auch in seiner 5-seitigen Erklärung dann nochmal erläutert mit der Überschrift, wo fängt es an, wo hört es auf. Über dieses spezielle, private Detail wollen wir gar nicht reden. Interessiert mich auch gar nicht. Die Krux an der ganzen Sache ist natürlich das Handy. Du hast gerade gesagt, er hat sich verweigert, es anzumachen oder überhaupt herauszugeben. Warum hat er das überhaupt dabei? Ich meine, jeder Schachspieler, ob erste, fünfte oder zehnte Liga, weiß, es gibt ein Handyverbot im Turniersaal, auch wenn es ausgeschaltet ist. Aber in der Schachbundesliga gibt es eben jetzt noch diesen Passus, dass der Schiedsrichter um Erlaubnis bitten kann. Das ist natürlich auch eine gewisse Grauzone, weil er hat keine behördliche Verfugnis oder keine rechtsstaatliche Erlaubnis, da hineinzugucken. Aber warum begibt sich ein Spieler dann auch in solch eine, ja, schwierige Situation? Warum stecke ich nicht mein Handy in meine Jackentasche, in mein Reisegepäck, was ich ohnehin dabei habe? Ja, gerade in dem Fall war es wirklich machen. So, das Reisegepäck stand neben dem Schachbrett. Also es war sogar bei uns im abgestellten Raum. Also da hätte er ganz einfach sein Handy oder Smartphone oder was es auch immer ist, halt einfach reintun können. Und da wäre es ganz sicher gewesen, die ganze Partie über hätte kein anderer dort Zugang gehabt. Und deswegen, ich kann es halt auch nicht nachvollziehen. Ich kann es halt überhaupt nicht verstehen, wie man sich halt in diese Situation halt gebracht hat. Und wie gesagt, wir haben ihm angeboten, dass die Partie einfach fortgesetzt wird, wenn er doch nur das kurz zeigen möge. Und
Das kann nur der Falco selber beantworten, warum er das nicht gemacht hat. Er hat es ja beantwortet in seiner Stellungnahme, weil da private, persönliche Dateien, auch Schachprogramme, Analysen drauf sind, was natürlich ein Teilgeständnis ist, dass nämlich Schachprogramme, starke Analyseprogramme drauf sind, was mit der Partie noch nichts zu tun hat. Letzten Endes, summa summarum, wurde er wegen mutmaßlichen Betrugs, Handybetrugs, E-Doping, wie auch immer, genullt in dieser Partie. Ich glaube, er legt Wert in der Stellungnahme, dass es nicht wegen Betrug ist, sondern dass es wegen der Nicht-Herausgabe des Handys ist. Aber wie dann halt die Turniergerichte darüber entscheiden mögen, das ist halt jetzt die große Frage. Ja. Die Frage ist halt, ob der Fall so diskutiert wird, dass es eine sogenannte nicht angegebene Dopingprobe ist, wie man halt auch sonst sagt, dass die Spieler da nicht besser gestellt werden können, als wenn sie einen positiven Befund hätten. Ja. Und, oder negativen halt in dem Fall. Und die Frage ist halt, wie man halt damit umgeht. Am einfachsten ist natürlich, wenn man einfach ganz klar gar kein Handy überhaupt nicht mehr im Spiel sehen würde, dann gibt es keine Diskussion darüber. Bei uns ist es auch so, dass wir das natürlich dem Mannschaftsführer vor der Partie abgeben. Bei den Eppingern habe ich aber auch mitgekriegt, dass viele Spieler das vorher abgeben bei dem Mannschaftsführer, aber es ist anscheinend nicht einheitlich. Ich weiß nicht, ob es nur der Falco nicht ist, das muss halt auch der Mannschaftsführer von Epping halt beantworten, wenn es halt dann da zu dem Thema käme, aber man muss da ganz klar eine Regelung finden, weil alleine diese Gefahr, dass jemand, auch wenn es dann, wir können ja einfach vom Umkehrschluss ausgehen, also wenn man dann auf Toilette geht mit einem Handy, auch wenn es dann ausgeschaltet ist, dann kann ich sozusagen auf der Toilette anmachen, kann da machen, was ich möchte, kann damit analysieren oder kann einfach auf mein Eröffnungsbuch oder welche Möglichkeiten es alles gibt, dort zurückgreifen, mache es dann wieder aus und dann bin ich wieder fein raus und spiele die Partie weiter. Ich denke, das darf nicht funktionieren, so darf es nicht im Turnierschach weitergehen. Und da muss es eine ganz klare Regelung geben, dass diese Option, diese Möglichkeiten nicht dem Spieler halt überhaupt da sind. Weil es ist halt auch sehr unangenehm für die Gegenspieler, dass man sich auch darüber überhaupt Gedanken machen muss. Ich verstehe nicht, wie man ein Handy überhaupt mit auf die Toilette nehmen kann. Tut mir leid, verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Von daher, letzten Endes würdest du auch sagen, um das Ganze abzuschließen, die Regelung bei einer Verweigerung der Durchsuchung, dass dann die Partie genullt wird, ist eigentlich in Ordnung. Weil eine andere Grundlage, rechtliche Grundlage, habe ich ja auch gar nicht. Ich habe ja nur den Verdachtsmoment. Also in diesem konkreten Fall haben wir ihm wirklich die goldene Brücke geboten. Wir haben ihm gesagt, zeig es, wenn dann nicht die konkrete Partie mit Analysemodul drauf ist, dann kannst du weiterspielen. Und wenn ich die Chance nicht nutze zur Unschuldsvermutung, dass ich halt einfach meine Unschuld so einfach beweisen kann, dann weiß ich auch nicht, wie ich ihm helfen kann. Also da fällt mir dann nichts mehr zu ein. Nee, nicht wirklich. Punkt aus, haken wir das Thema ab. Dir fällt sicherlich noch was anderes ein zu deinen Projekten, die du schon seit einiger Zeit am Start hast, um dann auch mal dieses Thema mutmaßlicher Betrug im Schach, der uns sicherlich auch noch in der Zukunft leider begleiten wird, sei es in der Bundesliga oder eben in der Kreisklasse, wo es ja auch schon solche Fälle gegeben hat, aber um dieses Thema also mal abzuschließen und hoffentlich dann auch mal mit einer zukunftsweisenden Entscheidung in der Turnierordnung, wenn man da überhaupt was machen kann oder regeln kann. Ja, das ist, glaube ich, jetzt, da sind halt ist der Deutsche Schachbund, die Schachbundesliga hat gefragt, dass man da halt ganz klare Regeln. Sie haben ja schon sehr viel in die Turnierordnung aufgenommen, aber man muss halt einfach da wirklich sich ganz sicher sein, dass einfach Schach gespielt wird. Weil wir haben halt auch die Vorbildfunktion für die Kinder. Ich habe auch schon gesagt, wenn da Grundschulkinder kommen am Sonntag, gucken sich den Kampf an und dann ist so eine Partie nach 10 Zügen beendet, dann fragen sie sich auch, ja, was ist denn da passiert? Ja, wenn man dann erklären muss, ja, da war irgendwas mit dem Handy. Das macht keinen Spaß. Nee, keinem von uns. Du bist auch als Schachtrainer aktiv, als Personal Coach. Also man kann dich quasi auch als Trainer buchen, egal welche Elo-Stärke, glaube ich, man hat, oder? Ja, mir geht es einfach darum, dass die Leute besser werden und natürlich dann auch nach ihren individuellen Bedürfnissen halt gefördert werden. Also von daher, da sind ganz interessante Leute dabei. Ob jetzt Unternehmensberater, Manager, aber auch Schachspieler, die halt einfach sagen, ich will nochmal angreifen, ich denke, ich bin einfach 200 DWZ-Punkte besser. Das denke ich auch. Und dann gucken wir uns das mal an. Und das kann ich relativ schnell ausloten. Und ich bin dann auch so fair, dass ich das dann sehr schnell sage, ob das was bringt oder ob das nicht bringt. Dass ich doch 300 Punkte stärker bin, als mein Elo zu Hause sagt. Ja, ich glaube, da muss ich nochmal gucken. Nicht ganz. Also ein paar Pünktchen vielleicht. Aber vielleicht könnte unser Team das auch mal gebrauchen, so ein bisschen Auffrischung. Ein anderes Team ist von dir gecoacht worden, trainiert worden. Die Damen-Nationalmannschaft der Schweiz bei der letzten Schacholympiade in Istanbul. In diesem Sommer
interessante Geschichte. Ich habe das gelesen und dachte mir, ach, Sebastian, Nationaltrainer in der Schweiz. Erzähl ganz kurz, wie es dazu kam und wie es war. Ja, ich spiele schon länger für einen Club in der Schweiz und da spielt eine der beteiligten Damen auch mit. Und die kam dann mal auf die Idee, mich mal zu fragen. Und ich dachte, Istanbul war ich noch nie, Türkei und Darmstadt. Gut, gucken wir uns mal an, wie das so ist. Und erst hat das auch super geklappt, Motivationskünstler, ne, Sebastian Siebrecht, super durchgestartet, auch gegen Top-10-Mannschaften nachher sogar gewonnen. Iran, die sind nachher irgendwie Neunter geworden, gegen die haben wir gewonnen. War also ein Riesenerfolg, gegen Slowakei 2-2 gemacht. Und aber leider sind die Mädels nachher ein bisschen eingebrochen. Vielleicht haben die sich auch einfach ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen, dass ich nämlich dann auch mal irgendwann krank geworden bin. Also ich bin dann gerade an dem... Wir sind dann einmal auswärtig essen gegangen und das ist mir überhaupt nicht bekommen. Und danach haben die sich wahrscheinlich zu viel Sorgen gemacht. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall danach, zweite Hälfte war nicht mehr so überzeugend. Aber zum Damenschach muss man ganz klar sagen, ist ein Unterschied zum Herrenschach. Beim Herrenschach ist es immer so, man hat ja 5 Spieler, 4 Plätze, die immer vakant sind. Sowohl bei Damen als bei den Herren. Bei den Herren ist es immer so, dass eigentlich jeder aussetzen möchte. Bei den Damen ist das so, alle wollen immer spielen. Wir wollen immer durchspielen. Das heißt also, als Trainer hat man da schon mal die schwere Entscheidung, dass man einem Mädchen dann sagen muss, nee, und du morgen, bist weg. Morgen ist mal aussetzen. Das versucht man natürlich dann immer ganz fair zu machen und so. Aber es gelingt einem auch nicht immer. Und irgendeiner ist dann doch vielleicht mal nicht zufrieden. Aber es passieren halt auch ganz andere suffisante Geschichten. Zum Beispiel kann man halt, eine Geschichte ist passiert in einem Kampf gegen Kuba. Da hat unsere junge Dame ganz, ganz wunderbar die Öffnung gespielt, so wie wir es vorbereitet hatten, wo ich total zufrieden bin. Und dann gehe ich und hole mir einen Kaffee und komme zurück. Und Weiß hatte wohlgemerkt vorher kurz rochiert und auf einmal stehen die Bauern auf G4 und H5. Mutig. Dann dachte ich, da war doch kurz Rochade, ne? Da soll man die Bauern eigentlich vor dem König nicht so ziehen, aber... Dann sagte mir, dann, das ging sogar alles noch gut, also erstaunlicherweise, die hat da richtig zugeschlagen, richtig war ich sehr, sehr zufrieden mit ihr im Nachhinein, aber natürlich mit der Stellung, da musste ich dann doch mal nachfragen, wie die Bauern da hingekommen sind. Und da sagte sie mir, ja, weil sie kam nachher auch in Zeit, und dann fragte ich, ja, was ist denn passiert? Ja, nächstes Mal sollte ich doch früher einen Kaffee holen gehen, weil sie hätte so lange gewartet, dieses H3, G4, H4, H5 auszupacken. Hat sich nicht getraut vorher. Hat sich nicht getraut, als ich dahinter stand. Und dann dachte ich mir, okay, so ein paar Sachen besprechen wir nochmal, aber also das passiert halt öfter, dass man halt so, die Mädchen spielen super aggressiv nach vorne und kampfesfreudig und haben wirklich die absolute Power, aber es mangelt so ein bisschen noch an dieser, ja, dass man so ein bisschen ruhig vor dem eigenen König so ein bisschen eine Sicherheit eigentlich hat. Mhm. Aber das werden die auch noch hinkriegen und dann ist das ja, aber wunderbar. Mutig und couragiert zu warten, ja, bis der deswegen. Coach weg ist. Und dann den Zug aufzuführen oder vielmehr die drei Züge. Aber ich staunte nicht schlecht, als ich da ins Brett kam und dachte, wie kommen denn die Bauern dahin? Hat die Rochade wieder zurückgemacht? Aber gut, war auf jeden Fall ganz nett und sie hat mir das dann nachher gut erklärt und dann war auch alles wieder gut. Also ja. Von daher, da gibt es sehr nette Erfahrungen und eigentlich, die sind alle dankbar und sind fröhlich, dass sie immer was lernen und mitkriegen und deswegen war das eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Kann ich jedem nur empfehlen. Geht es da in irgendeine Richtung und weiter? Wir wollen mal schauen. Also die haben vorher einen Coach gehabt, der diesmal Japan trainiert hat. Und von dem habe ich gehört, dass der so viel gearbeitet hat, da werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht drankommen. Und von daher, aber ich habe wohl durch meinen sonstigen Motivationskünste wohl einiges gut gemacht. Und deswegen muss man mal gucken, was da... Vielleicht, ich werde mich wahrscheinlich mehr um die jüngere Generation kümmern und da wird man bestimmt irgendwie Möglichkeit finden, wie das weitergeht. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und drücken auch da die Daumen. Ja, schönen Dank. Ja, Schachprojekte, Kinder, du hast gesagt, Schulschach oder Kinderschach ist ja auch ein großer Eckpfeiler bei dir in deiner beruflichen Ausrichtung. Du bist Schachprofi, aber sehr facettenreich. Schachprojekte stellst du ja auch vor. Vielleicht kannst du mal einen Einblick geben, einmal in deine Grundschulprojekte, die du da überwiegend, glaube ich, in Essen. Genau, ich mache jetzt seit 4 Jahren, habe ich eine Grundschulschachinitiative bei uns in Essen halt gegründet und richte da auch jährlich halt mit der Sparkasse als Partner dort auch immer ein Grundschulturnier aus. Das wächst auch jedes Jahr, sind also immer über so 150 Kids dabei und das geht über alle sozialen Schichten, sind eigentlich alle Stadtteile aus Essen vertreten. Wir haben ja insgesamt 93 Essener Grundschulen und da sind immer so 35 Schulen, sind eigentlich immer gut dabei. Und das ist wirklich von Nord, Süd, Ost, West ist alles dabei. Und was ich das Faszinierende finde, ist halt oft, dass dann auch
aus gerade sozial schwachen Regionen eigentlich Mannschaften halt auch gewinnen. Und die sind natürlich dann die absoluten Könige da und stürzieren dann mit ihren Pokalen da auch dann morgens ins Klassenzimmer und sind so kleine Helden. Und dann denkt man sich, hat man alles richtig gemacht. Und daraus entstanden sind dann halt schon einige Schuhschach-AGs, also wo ich auch selber schon tätig bin und halt auch Freunde von mir. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt das noch ein bisschen mehr ausgebaut, dass ich halt auch so in großen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie Einkaufszentren dort so Schachwochen durchführe. Das heißt also, dass dann im Vormittagsbereich immer Grundschulschach angeboten wird. Also, dass halt für die Kinder erstmal so eine Einführung ist, dass die halt erstmal so anderthalb Stunden geht immer so eine Session, dass die halt dann erstmal so einen Schnupperkurs eigentlich kriegen und dann halt nachher auch die Option haben, dann halt auch eine AG zu installieren in der Schule selber. Am Nachmittag ist dann immer so ein Show-Act, entweder mit Handicap 1 gegen 5 oder halt mal ein Simultan oder ein Blindspiel oder irgendwas Verrücktes mit Konditionsschach. Ich mache auch immer gerne mit Kindern so mit Bewegung was. Hier bei Deep Chess ist ja auch immer Fußballschach und sowas ist ja auch immer sehr beliebt. Man gibt ja jetzt, es gibt auch Basketballschach, ne, hat man jetzt beim letzten, bei dem Finale hier vom in Brasilien hat ja Aaron, Jan und Carsten, die haben auch alle untereinander dann Basketball sogar gespielt. Also von daher, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Kann man eigentlich mit allen Sportarten kombinieren und ich habe das auch mit Tischtennis schon gemacht. Schachboxen also, ist ja auch Schachboxen ist auch populär. Eine große Geschichte. Da kann man vielleicht auch demnächst noch einige Events erwarten. Freue ich mich auch schon drauf. Und auf der anderen Seite ist dann abends dann halt immer so mit offenen Spielturnieren so für alle Mann da was dabei. Da waren ja auch noch andere starke Spieler involviert. Bei den da war auch natürlich Deutscher Meister war dabei oder Deutscher Pokalsieger Jens Kotaini. Genau, und da haben wir halt dann auch so ein paar Sportler aus der zweiten Bundesliga, Basketball haben wir welche dabei gehabt. Dann haben wir den Christian Keller dabei gehabt, ehemaliger Schwimmer ist auch sehr bekannt und Radiomoderatoren, wichtige Leute halt. Einfach, lokale Größen einfach. Lokale Größen das Ganze auf jeden zu Fall. Binden. Und von daher denke ich, da kann man halt als Vorbildfunktion sehr, sehr viel schaffen für die Kinder. Und da kann man halt, also ich sage immer beim Schach ist halt einfach das Ganze sehen, diese Konzentrationsfähigkeit zu schulen, Verantwortung übernehmen für eigenes Handeln und dieses vorausschauende Denken. Und von daher, wenn man das den Kindern so ein bisschen mit auf den Weg gibt, die müssen ja nicht alle Großmeister oder Weltmeister werden, sondern einfach so ein bisschen Sachen lernen, dass sie dann nachher im Leben gut zurechtkommen. Und da machen wir eine schöne Breitensportgeschichte, denke ich, und da rockt Schach richtig. Also von daher Faszination Schach, sag ich. Großartige Geschichte. Inwieweit arbeitest du dann mit dem Deutschen Schachbund zusammen, der ja auch das Thema Schulschach oder Kinderschach sich auf die Deutsche Schachbund ist jetzt auch gerade am Wochenende ist wieder ein Schulschachkongress hier in Dortmund, ganz in der Nähe. Da werde ich aus anderen Gründen leider nicht dran teilnehmen können. Darf ich jetzt natürlich nicht alles verraten, was da sonst noch für wichtige Events am Wochenende anstehen. Aber da werde ich nicht dabei sein. Und vom Deutschen Schachbund habe ich sehr, sehr wichtiges Informationsmaterial auch bekommen. Also die haben sogar Methodenkoffer sogar mittlerweile installiert und da gibt es halt auch sehr, sehr gute Materialien dazu. Den sich auch jedermann kann sich jedermann dort auch besorgen. Genau, besorgen kann ich nur empfehlen, bestens. Ja. Und sonst gibt es natürlich auch andere Materialien, mit denen ich arbeite. Also es gibt auch aus Holland diese Stufenmethode, die ist auch sehr, sehr zu empfehlen. Und aber ich glaube, zurzeit brauchen wir uns im Grundschulschach eigentlich keine Sorgen machen. Also in Deutschland ist das auf einem guten Weg und es gibt ja immer mehr Initiativen, wo das halt auch unterstützt wird. Und ich denke, da ich kann alle dazu nur ermutigen und sonst einfach auch immer auf die Seite www.grundschulschach.de gehen. Und da kann man sich sonst auch immer vertrauensvoll an mich wenden, also wenn man irgendwelche Fragen hat. Ich merke, du steckst da voll drin im Thema. Finde ich großartig, dass du das Schachspiel oder den Schachsport an die Jugend transportierst, aber das Strategische aus diesem Spiel, aus dem Schachspiel, bringst du ja auch den Erwachsenen näher. Schachprojekte, ein Thema, was du dann auch mit diversen Unternehmen, glaube ich, schon mit diversen Titeln gesprochen hast. Also seitdem ich Großmeister geworden bin, habe ich mir halt einen ganz guten Namen gemacht für große Firmen, also jetzt ob es die Credit Suisse ist oder andere Finanzdienstleister, dass ich halt dort einfach Showveranstaltungen gemacht habe, dann Seminare auch geleitet habe und danach ging es halt so weit, dass richtig Vorträge halt gefragt wurden, Schach und unternehmerische Strategien oder Schach und Qualitätsmanagement, Schach und Finanzdienstleistungen und da gibt es halt viele Module, die man halt eigentlich sehr gut sehen kann, wo Schach überall reinwirkt, also in welche Berufsschichten das geht und da kann man halt dann schon mal einen sehr lustigen Vortrag halt halten vor egal welcher Zuhörerschaft, interessierten Kreis, die ein bisschen was über Schach erfahren möchten, aber auch ein bisschen ihren Horizont einfach erweitern möchten und gucken, wie die Kombination halt in ihrem eigenen Berufsfeld vielleicht funktionieren könnte. Und dann wird das alles eingebettet in eine schöne Simultanveranstaltung oder ein Seminar, dass ich den Leuten halt nachher ein bisschen was beibringe.
manchmal habe ich auch die Erfahrung gemacht, es gibt starke Spieler dann in dem Unternehmen selber und die sind dann vielleicht dann auch mal bereit, so eine Handicap-Geschichte zu machen, wo ich mit einer gegen fünf spiele, wo sich dann halt auch eine große Menschentraube dort sammelt und dann ist das auch so ein kleines, richtiges Highlight-Show-Event. Also, genau, also da habe ich sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht und egal jetzt, wie gesagt, ob Unternehmensberatung oder Deutsche Entwicklungshilfe, da Credit Suisse, also da gab es sehr, sehr viele Unternehmen, die einfach Interesse an sowas haben und war ich auch schon in Wien, erste Bank Group. Es gibt ja sehr viele Geldunternehmen, die zum Beispiel damit werben, auf ihren Plakaten ein guter Zug. Und dann, Zug voraus. Zug vorausdenken. Was sind denn deine Slogans oder deine Schwerpunkte? Was vermittelst du da? Du hast ja eben schon beim Kinder- und Jugendschach gesagt, die Verantwortlichkeit für das eigene Denken. Und genau, so also für mich ist das Kernelement halt, dass man das Ganze sehen muss. Also beim Kindern kann ich das immer sehr gut erklären mit den Figuren. Am Anfang möchten eigentlich alle mitspielen. Das ist so ein Teamsport. Man hat 16 Figuren. Und wenn die Bauern erstmal den Platz gemacht haben für die Läufer, für die Dame, dass die Figuren raus können, dann können die sich alle viel mehr bewegen. Und dann ist das so alles aufeinander aufgebaut. Und das kann man den Erwachsenen genauso plausibel erklären, dass halt die Mannschaft halt am stärksten ausgerichtet, wenn man erstmal das Zentrum halt besetzt und von da aus zum Beispiel ein Springer wie so ein Oktopus mit 8 Armen halt agieren kann, wenn er aber an der Ecke steht, schon sehr beschränkt ist. Und von daher ist das halt, dass man halt eigentlich, dass jede Figur seine Wichtigkeit hat, seine eigenen Eigenschaften, seine Fähigkeiten und dann auch halt auch eigentlich gefördert werden muss. Und so ist es im Unternehmen auch. Da ist auch jeder, egal welche Position er im Unternehmen einnimmt, ist halt dort gefordert. Und wenn alle halt an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten, dann funktioniert das auch. Wenn die Dame, die stärkste Figur im Schach, wenn die den Alleinunterhalter spielt, dann funktioniert das nicht. Das kennt man selber, wenn man halt irgendwie auf Schäfermatt spielt und der Gegner kennt das aber schon, dann wird die halt einfach gnadenlos zurückgepfiffen und dann entwickelt sich der Gegner mit Tempo sehr schnell und dann steht man nachher nicht mehr gut da und dann ist es halt die verfehlte Strategie und so ist es halt im Unternehmen auch. Also es gibt natürlich immer kurzfristige Erfolge, aber ich spreche beim Schach immer von der Nachhaltigkeit und deswegen, das muss halt alles zusammenwirken und aufeinander aufgebaut sein. Also Kräfte bündeln, wahrscheinlich sowas in der Richtung auch. Genau, also vor allen Dingen, dass das halt aufeinander aufgebaut ist, das Ganze sehen und das Vorausschauende sehen, dass man halt sieht, wie die Sachen miteinander passen und darauf aufbauend, man muss halt auch Verantwortung übernehmen. Also beim Schach lernt man ganz klar, man kann sich nicht rausreden, sondern man ist dafür verantwortlich, was man da produziert. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz, ganz wichtige Lebenserfahrung. Falls das Handy nicht gerade einen Fehler macht, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema, wir sind wieder beim ersten Teil der Sendung. Sebastian, du spielst aber selber noch, bist aktiv, nicht nur in der Schachbundesliga, auch Österreich, sag wo noch überall das schon. Ja, zurzeit läuft es ganz gut. Also ich bin halt auch in der Schweiz aktiv, Österreich, Holland, Niederlande, genau, Belgien. Ja. Also ich komme schon ein bisschen rum. Und eigentlich überall auch sehr nette, homogene Trupps und macht eigentlich sehr, sehr viel Spaß. Aber man ist halt auch sehr, sehr viel unterwegs am Wochenende, deswegen ist es auch manchmal ein bisschen anstrengend. Bin jetzt auch ein bisschen älter geworden, deswegen merkt man das dann auch schon ein bisschen und da muss man natürlich dann auch mal gucken, dass man vielleicht ein paar andere Projekte ein bisschen mehr pusht, dass man dann halt ein bisschen mehr zu Hause ist und so sieht es eigentlich zurzeit auch aus und das ist eigentlich alles zurzeit, sieht das ganz vernünftig aus. Das heißt, du streust so ein bisschen und versuchst Schach in all seinen Facetten oder Variationen. Genau, also ich arbeite ja auch als Kommentator, als Experte, das hast du ja auch mitgekriegt, ab und zu schreibe ich auch noch mal was Nettes und ich versuche halt einfach Schach, deswegen habe ich auch dieses Unternehmen gegründet, Botschaft Schach. Das kann man auch über meine Homepage, sebastiansiebrich.de, sich angucken. Also da gibt es halt einfach in allen Bereichen gibt's halt Möglichkeiten, wo man halt was mit Schach machen möchte. Auch jetzt selbst die Politik war jetzt interessiert, haben ja auch vielleicht auch einige mitgekriegt. Das war jetzt, als der Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat halt von der SPD berufen wurde. Da warst du im Fernsehen. Genau, da hat sich direkt die ARD bei mir gemeldet und die wollten dann halt einfach so einen kleinen Beitrag machen. Ist natürlich jetzt für die richtig leidenschaftlichen Schachspieler vielleicht nicht so schachlich hochwertig geworden, aber es geht halt um das Thema, wie schlägt man eine Dame. Das ist natürlich ein bisschen suffisant gemacht, wie man halt Frau Merkel halt attackieren könnte. Aber eigentlich ist es ganz bodenständig gemacht worden und ganz sachlich und das kann man sich natürlich auch in der Mediathek nochmal angucken. Aber das ist natürlich schon schön, wenn Schach überhaupt präsent ist und gerade auch durch so einen Mann wie Peer Steinbrück, der auch dieses Jahr sogar im Sommer bei uns mit Klaus Bischof und mir sogar teilweise Partien kommentiert hat. Mhm. Also ich erinnere mich an einen Tag, da war er da mit Wladimir Kramnik und Kadi Neidisch, die also Partie. In Dortmund, genau, beim Superturnier im Juli. Und die hat er dann live mitkommentiert und da wollte er auch gar nicht mehr weggehen. Er wollte die ganze Zeit durchkommentieren. Also und dann war die Partie aber zu Ende, dann war es vorbei. Also, aber dann ist er auch mit Kramnik essen gegangen und von daher, die sind auch, haben sich dann auch über Politik unterhalten. Klar. Und die kennen sich ganz gut. Sehr schön. Hört sich sehr interessant an.
Sebastian, vielen Dank für deinen Besuch hier, für die Erläuterung zum leidlichen, mutmaßlichen Betrugsfall in der Schachbundesliga, aber eben auch zu deinen sehr interessanten Schachstrategien, Projekten im Kinder- und im Erwachsenenbereich. Ja, toi, 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 dir bei den nächsten Partien, die anstehen. Und vielleicht können wir mal zusammen was kommentieren. Also hätte ich auf jeden Fall mal Spaß dran. Ja, das machen wir gerne. Ich höre deine Stimme immer, wenn ich von meinen Schachreisen nach Hause komme. Das ist immer sehr schön. Radio, ja. Leider nicht im Schach, sondern häufig im Fußball. Da könnte ich jetzt auch diverse Seiten nennen, wo ich zu hören bin. Aber ist nicht so wichtig. Also mal Schach live kommentieren wäre für mich das Größte überhaupt. So wie eine Fußballreportage angelegt. Und da hätte ich dich dann als fachlich unterstützt natürlich sehr gerne an meiner Seite. Ist in ja vielen Sportarten ist das ja üblich, gerade im Fußball oder so, dass man immer schon mit zwei Kommentatoren, also gerade so in südländischen Ländern. Ja. Also die öffentlich-rechtlichen hierzulande machen das ja auch. Kann man schon bestimmt mal was Nettes machen. Das ist dann unser nächstes Projekt. Erstmal danke dir für heute, für den Besuch hier. Ja, gerne. Tschüss.